eigentlich relativ offensichtlich, denn ich habe ja auch schon ein Video dazu gemacht. Die Ölpipelines, also Ölpipelines waren einer der Hauptgründe für den Ausbruch des Syrienkrieges, was auch so von den Mainstream-Medien nie wirklich behandelt wurde. Allerdings, also in meinem Video habe ich das auch schon mehrfach angesprochen, die USA wollten mit Katar zusammen das letzte große Ölfeld im Persischen Golf leer pumpen und dazu brauchten sie eine Pipeline, und zwar über den Irak durch Syrien nach Europa, wo das Erdöl, Erdgas dann eben auf den Markt kommen sollte. Und dazu brauchte, also diese Pipeline war eben von den USA mitgetragen und die brauchten dafür die Zustimmung von Assad. Jetzt kam es aber so, dass Assad ein enger Verbündeter von Putin ist und Putin selber mit dem Iran dieses gleiche Ölfeld leer pumpen wollte und eben dann zu Assad gesagt hat, nee, lass die USA da nicht die Pipeline durchbauen. Die pumpen, sage ich mal, das gleiche Öl aus dem Feld raus, was wir auch haben wollen. Also hat Assad sich gegen die USA gestellt, gesagt, nee, wir bauen die Pipeline mit den Russen zusammen. Und das hat für die USA oder für die Elite Folgendes bedeutet, es muss ein Regime-Change her. Und ja, so kam es, dass dieser Syrienkrieg dann entfacht ist, dass man Assad als Diktator hingestellt hat. Und ja, letztendlich ist es gescheitert, weil Putin auch eingeschritten ist. Ich meine, für seine eigenen Interessen auch, für die Dominanz im Ölgeschäft. Und jetzt mit dem Abzug der Truppen durch Trump scheint es wie eine endgültige Niederlage auch der Elite der USA in diesem Punkt. Und deswegen hier Putins Pipelines auch ein wichtiger Punkt. Dann, was habe ich als nächstes? Genau, noch Trump hier auf der linken Seite. Oder ich spreche erstmal hier in der Mitte. Haben wir einen Panda sitzen und der Panda ist Nationaltier Chinas, schaut auch ziemlich böse drein, muss ich sagen, und sitzt hier eben, wenn man sich das nochmal anguckt, sitzt hier eben in der Mitte auf dem Globus drauf an der höchsten Stelle. Und das steht meiner Meinung nach für die kommende Dominanz, beziehungsweise die Dominanz Chinas im Weltmarkt ist eigentlich schon da. Und gerade dieses One Belt, One Road Initiative, was China gerade startet, ist ja das Rieseninfrastrukturprojekt, also was sich eben um den kompletten Globus erstreckt, wo sie Milliarden in andere Länder bauen, in Infrastruktur, in Autobahnen, in Zugstrecken, in Flughäfen, in Häfen, also wirklich alles drum und dran, damit sie eben ein Wirtschaftssystem aufbauen können, wo sie der zentrale Player im globalen Handel werden und somit eben auch den USA zukünftig den Rang als Weltmacht ablaufen werden. Und genau, also diese neue Seidenstraße, die kommen wird. Und wahrscheinlich der böse Gesichtsausdruck natürlich. Der Economist ist eine westlich gerichtete Zeitschrift, die auch, und die westlichen Staaten, gerade die westlichen Eliten auch, haben Angst davor, dass China zu viel Macht bekommt, ihnen den Rang abläuft und, sag ich mal, der Planet zu einem chinesischen Konstrukt, zu einem chinesischen Wirtschaftskonstrukt umgewandelt wird. Dafür steht der Panda. Dann haben wir hier links Donald Trump. Und es ist auch interessant, dass er eben genau gegenüber von Putin steht. Und es kann eigentlich nur für diese Russian Collusion, die im Moment in den USA abläuft. Also man wirft ja Donald Trump vor, dass die Russen ihm sozusagen 2016 im Wahlkampf geholfen haben, ihn ins Amt befördert haben, da auch mit Hackern irgendwie die ganze Zeit Pro-Trump-Nachrichten verbreitet haben. Und deswegen sind sich Putin und Trump hier so direkt gegenüber, schauen sich ja so an, mit China eben dazwischen. Also es sind so die großen Mächte Russland, USA und China, die hier eben in einem Spannungsfeld zu stehen scheinen. So, dann haben wir hier drunter noch was relativ Neutrales. Da haben wir einen Hund mit der Großbritannien-Flagge. Also er hat hier so, ja, ein Kostüm an mit der Großbritannien-Flagge. Und hier rechts daneben steht Britain Beyond Brexit. Ja, im März 2019 wird auch Großbritannien aus der EU austreten. Mit oder ohne Brexit-Deal weiß man noch nicht. Und was für unabsehbare Folgen das für Europa haben wird, ist eben auch noch nicht klar. Auch für die weltweite Wirtschaft wird es eine Wirtschaftskrise dadurch in Europa geben. Also die Folgen werden auch enorm wichtig für 2019. Jetzt aber zum Wichtigsten, und da muss ich hier auch nochmal rausgehen. Man sieht hier unten den
vitruvianischen Mensch heißt er. Also ihr habt bestimmt schon mal die Zeichnung von Leonardo da Vinci gesehen, hier der Mensch unten. Der natürlich auch ein bisschen abgeändert wurde, aber zuerst mal muss man wissen, da Vinci hat diesen vitruvianischen Mensch gemalt, weil er die perfekten Proportionen eines Menschen darstellen, also eines Mannes darstellen sollte, die genau auch die Symmetrie des menschlichen Körpers zeigen sollte. Und was dabei interessant ist, gerade unter dem Hintergrund, dass es eben perfekte Proportionen sind, ist hier auf seinem Arm, haben wir ein DNA-Symbol, wo auch bestimmte Teile ja rausgeschnitten sind. Bestimmte Teile fehlen, hier sieht man das gut, aber auch hier. Und das hat mich direkt erinnert an das sogenannte CRISPR-Cas9-System oder Verfahren, womit man eben jetzt die DNA editieren kann. Man kann bestimmte Teile der DNA rausschneiden oder hinzufügen, also wie ein Bausteinsystem, und somit den kompletten DNA, den Gencode eines Menschen verändern, auch schon bei Babys. Und da gibt es jetzt eben auch die Angst, dass es dann solche Designer-Babys gibt, die eben ja den optimalen Menschen dann darstellen sollen, und das eben in Verbindung mit dem vitruvianischen Mensch, schon durchaus eine mysteriöse Sache. Und erwartet uns das eben 2019, dass es dann die ersten Designer-Menschen gibt. Wir werden warten müssen, um das herauszufinden. Dann hier in seiner Hand ein Marihuana-Blatt und in der anderen Hand ein Baseball. Und das sind eben die großen Ablenkungsmechanismen. Auf der einen Seite Drogen, auf der anderen Seite eben Sportevents, gerade in den USA mit dem Alkohol. Also es ist ja nicht nur Marihuana, insbesondere auch Alkohol im Moment noch. Bei der Jugend schon eher Marihuana, andere Drogen. Und eben Sportevents wie der Super Bowl, generell die Football League, Baseball und Basketball. Eben das alles ist auch relativ effizient, um Menschen, sage ich mal, von Wahrheitsfindung, von Interesse auch an Politik fernzuhalten, wenn alles im Leben, sage ich mal, durch Sportevents bestimmt ist, so wie das bei vielen Menschen in den USA der Fall ist. Jetzt in seinen rechten beiden Händen haben wir hier oben ein Smartphone, und was eben gerade im Bereich des Smartphones wichtig sein wird 2019, ist das kommende 5G-Netz, was eingeführt wird. Wo es eben auch schon große Bedenken gibt, weil diese 5G-Strahlung, also es wird 100-mal höher sein als jetzt noch die 4G-Strahlung. Es werden alle 250 Meter Übertragungskästen hingesetzt. Und die Verstrahlung generell der Menschen wird viel, viel höher sein. Es wird auch im Bereich der Mikrowellenstrahlung übertragen werden. Und was jetzt eben noch als Grenzwerte im Strahlenschutz gilt, das wird eben alles angehoben werden, und somit sind ja die Folgen dafür für eben hier den Menschen in der Mitte. Das ist ja das zentrale Thema. Alles, was der hier in den Händen hält, wird irgendwas mit den Menschen zu tun haben. Mit dem menschlichen Körper vielleicht auch, genauso wie das DNA-Verfahren, und so eben auch der Einfluss von Smartphones und Telekommunikationsstrahlung auf den menschlichen Körper. Und hier unten eine Waage, wie man es kennt, zum Beispiel aus Gerichten, also aus dem Justizsystem. Und hier haben wir eben ja auf der einen Seite 4 oder 5 Menschen, man sieht es nicht genau, und hier in der anderen Waagschale auch nochmal 5 Menschen. Und trotzdem dieses enorme Ungleichgewicht dazwischen, also hier die Menschen rechts hängen viel weiter runter als die links, und es zeigt eben auch ja diese Ungleichheit, das Ungleichgewicht im Rechtssystem, dass eben zum Beispiel arme Leute es viel leichter haben, zum Beispiel durch eine gezahlte Kaution vor einer Strafe zu fliehen, als Menschen, die keine finanziellen Mittel haben. Gerade in den USA ist das auch ein großes Problem im Justizsystem. Einfach die Ungerechtigkeit, natürlich auch einen großen Effekt auf den Menschen und die menschliche Psyche. Ja, so, und natürlich jetzt sind noch weitere Elemente hier links vielleicht noch interessant. Der Elefant, natürlich auch asiatische Welt, indischer Raum. Mit dem Stoßzahn ist hier so eine Aktienkurve. Also vielleicht ein Aufschwung auch in der asiatischen Welt, vielleicht in Indien geht es voran, dass es da eher positive Auswirkungen gibt, während, sag ich mal, in den USA die 4 apokalyptischen Reiter zuschlagen werden, eine Wirtschaftskrise ausbricht. Aber das wird man alles abwarten müssen. Ja, zu den anderen Sachen, wenn euch noch weitere Deutungen einfallen, das waren jetzt so die Sachen, die mir spontan eingefallen sind.
Wenn ihr da noch Ideen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht mache ich sogar noch ein zweites kurzes Video dann darüber und füge diese Sachen noch hinzu. Und zum Beispiel hier zu Gandhi oder was hier unten links ist. Hier, gut, es wird auf Wahlen hindeuten, wahrscheinlich, ich weiß nicht, Frankreich und Südafrika. Also wenn ihr dazu noch Ideen habt, dann gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ein bisschen zum Denken angeregt. Es ist ja durchaus interessant, was ja elitäre Kräfte teilweise auch direkt in unser Gesicht halten an Symbolik oder an Nachrichten, weil sie eben davon ausgehen, dass die Masse der Menschen, also ich meine zum Beispiel wir, die auch nach alternativen Medien suchen, auf YouTube ist immer noch eine Minderheit, die Masse der Menschen lässt sich ablenken durch hier vitruvianischer Mensch, durch Drogen und Baseball und Smartphones und kriegt eben sowas gar nicht mit, deutet, kann sowas entsprechend dann auch nicht deuten und deswegen ist es ja für die Elite fast schon Spaß, dann sowas auch einfach aufs Cover zu machen. Und ja, aber es gibt eben immer mehr Leute, die aufwachen und sowas deuten. Und ich werde auf meinem Kanal das auf jeden Fall auch weiterverfolgen. Immer mal, wenn sowas eben rauskommt, sowas relativ Offensichtliches, dann werde ich hier auch ein Video dazu machen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr schaltet auch zum nächsten Mal wieder ein. Und wenn ihr Spaß an dem Video hattet, dann lasst doch ein Like und einen Kommentar da und abonniert vielleicht den Kanal, wenn ihr solche Videos nicht verpassen wollt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und verbleibe in Grüßen. Ciao.